Als Hundehalter übernimmt man viel Verantwortung. Neben gemeinsamen Aktivitäten und der richtigen Haltung und Pflege ist es auch wichtig, die Gesundheit des Tieres stets im Auge zu behalten und auf Veränderungen zu achten. Immer mehr Hundehalter kommen mit dem Verdacht auf Epilepsie zum Tierarzt. Bei eindeutigen Symptomen sollte man nicht zögern, das Tier untersuchen und behandeln zu lassen. Also klassischerweise ist die typische Erstbeschreibung eines Besitzers, ist, dass der Hund ohne ersichtlichen Grund auf die Seite fällt, plötzlich anfängt, Ruderbewegungen zu zeigen, zu krampfen dabei, also das ist das klassische Bild, Krampfanfälle, das heißt ein Wechsel von Erschlaffung der Muskulatur, von Kontraktion, dabei auch Gesichtsgrimassen, Hahn- und Kotverlust und genauso auch natürlich ein starkes Maulklappern, Sabbern. Und wenn das der Fall ist und das tritt mehrfach auf, dann spricht man schon von der Veranlagung dazu oder der Erkrankung der Hundeepilepsie. Dr. Dr. Berg von der renommierten Mannheimer Tierarztpraxis Strassenheim gilt als Experte für die Behandlung von Epilepsie bei Hunden. Man muss sagen, Epilepsie ist keine Erkrankung, die heilbar ist. Ausgenommen davon ist es eine Epilepsie, die aufgrund von Stoffwechselentgleisung zum Beispiel stattfindet. Aber an sich, wenn der Hund mit der Diagnose genetische oder strukturelle Epilepsie bestätigt wurde, dann ist es so, dass man bei dem Hund im Prinzip nur ein Management betreibt. Das heißt, dass man den Hund medikamentös und genauso auch ernährungstechnisch einstellen kann, um die Anfälle, die auftreten, in der Häufigkeit und in der Schwere so stark zu minimieren, wie es nur geht, und die Lebensqualität von dem Hund zu maximieren. Von der Neurologie her, da ist es natürlich immer wichtig, gerade bei Medikamenten zu schauen, wie die neurologischen Reflexe sind. Da gehe ich natürlich erstmal an den Kopf. Das reagiert klar und ist bei Bewusstsein auf mich, der ist aktiv dabei, das ist alles ganz toll. Dann dementsprechend, wie die Kopfnerven reagieren, das heißt, ich habe die einzelnen 12 Gehirnnerven abgeklappert, da ist alles so, wie es sein soll, keine Einschränkungen, gar nichts. Wir waren das allererste Mal Ende Mai hier bei Dr. Berg und geben seit Anfang Juli das MCT-Öl, die ketogene Diät. Und ja, seitdem können wir Erfolge verzeichnen und er ist anfallsfrei. Wir hatten davor eine sehr schwierige Zeit, wo das die einige Anfälle hatte, auch beginnende Serien. Von daher sind wir da sehr froh. Was wir in der Epilepsie ganz oft haben, sind ja die verschiedenen Anfallstypen. Mhm. Das hast du ja alles erlebt. Wir haben den sogenannten generalisierten tonisch-klonisch. Also das im Prinzip, wenn ein Kurzschluss im Gehirn stattfindet und dann im Prinzip das, die komplett zur Seite fällt, krampft und diese Ruderbewegung hat. Die hat er jetzt ja schon lange nicht mehr gehabt. Einmal hat er gesagt. Genau, also dementsprechend. Aber alles andere ist natürlich dann, was wir als sogenannter fokaler Anfall bezeichnen. Also dass es im Prinzip so ist, dass nur bestimmte Areale vom Gehirn sozusagen übererregt sind und wie so einen kleinen Kurzschluss haben. Und dann sieht man solche Zuckungen manchmal. Ganz oft sind diese Zuckungen auch abgeschwächte Versionen dieser gesamten Anfälle, solange die aber in einem normalen Rahmen bleiben, also dass wirklich die Lebensqualität darunter nicht leidet und der Hund beispielsweise aufgrund von solchen Beinticks, wie wir es auch nennen, ja, über sich selbst stolpert, gibt es da gar keine Beunruhigung zu haben. Also das Erste, was ich immer mache bei meinen Patienten, wenn sie das erste Mal vorstellig sind, dann versuche ich erstmal den ganzen Kuddelmuddel aus den ganzen Jahren oder auch den letzten Monaten erstmal zu verstehen. Das heißt, wichtig ist für mich die Anamnese, das heißt wirklich die Aufnahme aller Ereignisse der vergangenen Monate und Jahre. Wie ist es passiert? Wie ist es verlaufen? Wie sehen die Anfälle aus? Wie haben sie sich verändert? Dann natürlich auch zu wissen, was für Untersuchungen sind gemacht worden. Ist nur Blutuntersuchung gemacht worden? Ist auch eine Gehirnwasseruntersuchung gemacht worden? Höhere Bildgebung, das heißt MRT und CT. Und dann kategorisiere ich den Hund im Prinzip schon in so eine Wahrscheinlichkeitsgruppe ein und was die Ursache für die Epilepsie ist. Dann habe ich erstmal so einen Rundumschlag. Auf welchem Status quo sind wir mit dem Hund? Und dann geht es natürlich dazu über, A, den Besitzer auch gut aufzuklären, dass der versteht, was steht hinter dem Ganzen, was ist die Epilepsie, wo kommt die her und warum wurde das alles in der Vergangenheit gemacht und was machen wir jetzt. Und danach gehe ich sozusagen in das Management mit dem Besitzer über. Das heißt, das Epilepsie-Management gehe ich von zwei Seiten an. Das heißt, einmal von der medikamentösen Seite, ganz schulmedizinisch, und dann aber auch von der ernährungstechnischen Seite. So ist die Epilepsie heute eine Erkrankung, die sich dauerhaft gut behandeln lässt. Entscheidend ist, dass man frühzeitig auf die Symptome achtet und mit dem Arzt vertrauensvoll zusammenarbeitet. Dann kann das Tier ein weitgehend normales und erlebnisreiches Hundeleben führen.